Hallo liebe Pokéfreunde, Obito wieder hier und heute nochmal dasselbe Team. Ich habe mir so vorgenommen, jedes Team zweimal quasi zu zocken, nicht zu schocken, weil das quasi zwei Sets damit entspricht und ich bin ja für meine zwei Sets bekannt, dass ich gerne zwei Sets hintereinander mache. Und somit würde ich die Regel ja gar nicht dann brechen. Und zwar geht's rein in ihr Team. Gerne ein Abo da lassen, Likes da lassen, das hilft mir weiter. Ohne euch wäre ich nie so weit gekommen. Ihr seid die Besten. Ich habe ein Déjà-vu. Im letzten Video hatten wir doch auch einen Registee vorne. Bitte wechsel einfach aus. Okay, dann nicht. Ah, diesmal war ich doof. Ja, diesmal war ich recht doof. Ja, ich war recht doof. Ich hätte eher einsetzen müssen. Ah, das sollte ich auch noch überleben. Wir setzen einfach nur die Samenbombe ein, das kostet weniger Energie. So, was kommt rein? Wir haben uns eine Samenbombe gespeichert. Okay, ich glaube, ich habe Valreiser jetzt recht weggeschmissen. Bitte lass mich das Erdbeben noch schaffen. Ja, das war wichtig, das wenigstens noch zu schaffen. Oh, dass das durchkommt, ist noch besser. Ja, lassen wir durch. Zusammenbombe kommt. Und er ist besiegt. Perfekt. Och ja, natürlich. Sumpex noch hinten. Ja, dann freut er sich natürlich hier. Eine kann ich hier immer durchlassen. Ich werde hier auch nur auf Nitroladung gehen, oder? Oder komme ich nochmal zum Sturzflug? Ich würde jetzt gerne Sturzflugen. Okay, er schildert leider korrekt. Ich habe noch einen Sturzflug ready. Wenn ich den Ladeattackenleistand gewinnen würde. Komm. Jawohl. Ich dachte, ich verliere den Kampf jetzt noch. Aber Fiaro holt sich das. Fiaro holt sich das mit Glück in zwei Schilde Szenario. Wichtig war, die erste Haubitze auf jeden Fall durchzulassen, weil mit Lehmschuss konnte er mich niemals runterfahren. Und natürlich auch auf die Extra-Attacke zu gehen. 5 Züge geschenkt, nehme ich gerne. Der wird sich natürlich jetzt ärgern, der Gegner. Das ist eine optimale Führung. So.
Wir werden hier nicht chillen. Er geht eh auf niedrige Ladung, okay. Okay. Wir haben uns den Wechsel geholt. Sturzflug hat reingekickt. Wir gehen auch hier wieder auf Sturzflug. Er schädet einfach nicht. Was ist denn da los? Und wisst ihr was? Ich schilde einfach jetzt. Weil der nächste kam durch. Genau. Ein Eisberg können wir mal durchlassen. Der Kampf ist definitiv gewonnen. Er schildert, was gut ist. Aber die Samenbombe will ich noch durchkriegen. Die will ich noch unbedingt durchpeitschen. Gut, dass er überhaupt nichts geschildert hat. Er hat nicht mal seinen Sumpex geschildert. Ja, er kann jetzt runterfahren. Ist okay. Wir gehen hier drauf. Ja, da kann er gleich aufgeben. Hat er keine Chance. Nächster Sieg. Perfekt. Wir gehen ins nächste Set. Nicht nächstes Set. Oh, so viele Videos hintereinander aufzunehmen ist anstrengend. Hört nicht drauf, was ich sage. Ich bin verwirrt. So, gegen Louis. Erinnert mich immer an Resident Evil 4. Louis! Doofe Führung, doofe Führung. Wir gehen in Wahlreiser. Hauen hier ein Eisbär schon mal raus. Kriegen Schaden auf das gute Ding. Schön ist, falls es ein Sturzflug ist. War auch anzunehmen. Okay, er kommt Tatsache mit Sumpex. Ah, da haben wir Sumpex schon mal draußen. Was sehr gut ist. Ja. Hier würde ich nicht schön. Er geht auf Erdbeben, ist in Ordnung. Wir haben gleich noch einen Eisspeer ready. Gehen jetzt rüber, farmen. Bei Sumpex müssen wir überhaupt nichts schilden. Und geht er auf Erdbeben? Ja. Ist in Ordnung. Eisbär, oh, jetzt kommt er mit dem Vieh noch rein. Oh, du hast vielleicht einen Spukball abgefangen, ne? Oh, schade. Ja, das sieht gar nicht mal so schlecht aus, ne?
Ja, lass mal drauf gehen. Ja, wir lassen hier die Nitro-Ladung durch. Ja. Ich habe noch ein Schild. Meteorologe ist jetzt nicht so ein starker Angriff mehr. Als Charmer wäre es mir sogar lieber gewesen, aber egal. Gewonnen ist gewonnen. Das war super. Nächster Kampf beginnt. So, Hachi. Hachi! Ja, Trombok ist hier auch nicht schlecht. Ja, er hat die Samenbombe abgefangen. Ist in Ordnung. Ich habe noch Valraiser gegen Giratina. Also von daher alles okay. Schmarotzer kommt. So, wir setzen hier noch mal ein. Genau. Lassen wir natürlich durch. Den Kampf-Pokémon haben wir ja rausgelockt. Es ist ein Charmer, okay. Charmer ist natürlich eklig. Und gehen hier auf Spuckball. Samenbombe bekommt. Entweder Schild. Ihr Schilden hier natürlich. Vielleicht kann ich hier runterfahren. Oh, man kann zwei Psyshock hintereinander haben. Das ist ja ultra, ja, ist ultra krass. Au. Och nö. Come on. Das ist doch doof. Ja, schade. War aber knapp. War knapp. Oh, da hätte ich natürlich Fiao jetzt gegen gehabt. Oh, da hätte ich noch mein Fiao gerne gegen gehabt. Hätte ich mein Fiaro mal aufgehoben. Wäre ich einfach in den Trombork dann gegangen. Ja. Dann hätte ich Valraiser zum Schluss gegen Dingskirchen gehabt. Ja, man kann es aber nicht wissen. Okay. Du bist zum Glück das, sag ich mal, das Komische. Das Normale. Spuckball kam. Ist das schon die Finsteraura? Ich weiß das gar nicht. Das ist doch eher gefühlt der Donnerschlag, oder? Nein! Es ist tatsächlich.
Oh, ich hoffe, ich habe nicht eingelocht. Okay, das war jetzt doof von mir. Sonst hätte ich natürlich gefährdet. Gegner wechselt nicht raus. Jetzt habe ich zwei Pokémon, mit denen ich nicht mehr viel reiße. Wobei, Schild ist da. Hier haben ausgeholt. Wir schilden einfach. Wir haben ja noch Fiaro, ne? Der schildert wieder. Ah, nö, schön nicht. Wir haben ja noch Fiaro. Es sieht gar nicht so schlecht aus. Dragoran! Ja, ich muss schäden. Och, leider im Gleichstand. Ah, das ist jetzt doof. Ich kann seine Energie nicht einschätzen. Ist das die Samenbombe? Oder schon der Spuckball? Oh, was ist es? Samenbombe. Überlebe ich. Überlebe ich. Perfekt. War mir doch so, dass es die Samenbombe ist. Und Nidoran-Ladung haut ihn jetzt weg. Perfekt. Schild aufheben war so wichtig. Ja, hätte ich das gewusst. Ja, dass Dragoran dann auch gleichzeitig die Attacke wie ich hatte. Dann wäre ich natürlich. Ja. Hätte ich noch ein bisschen mehr gefarmt, dann wäre es. Leichter geworden noch. Wobei, wäre es so viel leichter geworden? Nicht, dass er doch hätte noch die Samenbombe rausgekriegt hat. Ist es schon in Ordnung, wie es ist? Wir gehen wieder richtig gute Punkte hoch. Auf 2579. Es läuft aktuell. Ich glaube, ich bleibe erstmal bei dem Team. Es läuft ja aktuell super. Ah, für die Folge soll es das mal wieder gewesen sein. Ich werde das Team so lange spielen, solange es läuft. Haut rein, bis nächstes Mal. Ciao.